ist dein Schwarm ein echter Womanizer und du weißt nicht, wie du deine Liebesbotschaft von den vielen anderen abheben kannst? Also, wohin mit all den Liebesbotschaften? Wie wäre es mit meiner Valentinstags-Mailbox? Ich garantiere dir, öffnest du deine Klappe für deinen Schwarm, geht bestimmt auch sein Fähnchen nach oben. Für deine Valentins-Mailbox beginnst du mit Schablone 1. Auf dieser findest du zwei Elemente. Jedes Element fertige ich jeweils viermal aus Tonpapier an. Alle mintfarbenen Tonpapierelemente verziere ich mit einer kleinen Rose. Dafür nehme ich blaue Stempelfarbe und betupfe mein Tonpapier. Ich verklebe immer zwei der Tonpapierelemente. Dazu klebe ich ein mintfarbenes auf ein blaues Tonpapierelement. Als nächstes befestige ich den kleinen Tonpapierstreifen innen entlang der kleinen Klebelaschen. Nachdem ich das Innere mit dem mintfarbenen Tonpapierstreifen verkleidet habe, habe ich auch die Außenseite verkleidet. Dafür habe ich den blauen dünnen Tonpapierstreifen verwendet. Weiter geht es mit Schablone 2. Auf dieser findest du zwei Elemente. Jedes Element fertige ich zweimal aus Tonpapier an. Ich nehme jeweils ein Tonpapierelement und verklebe die beiden Elemente miteinander. Es folgt Schablone 3. Auf dieser findest du zwei Elemente. Jedes Element fertige ich zweimal aus Tonpapier an. Das mintfarbene Tonpapierelement wird von mir wieder bestempelt. Das kleinere Tonpapierelement klebe ich mittig auf das mintfarbene Tonpapier auf. Als nächstes verklebe ich das Tonpapierelement von Schablone 2 mit dem Tonpapierelement von Schablone 3. Die vorgeklebte Blende sieht bei mir so aus. Ich drehe mein Element um. Auf der Rückseite befestige ich nun die Elemente von Schablone 1. Ich nehme das dunkelblaue Tonpapierelement, bestreiche die Rückseite, drehe das Ganze um und klebe dann die beiden Elemente aufeinander. Weiter geht es mit Schablone 4. Auf dieser findest du ein Element. Das Herz fertige ich zweimal aus Tonpapier an. Die eine Seite des Herzens bestreiche ich einmal komplett mit Kleber. Anschließend bestäube ich das kleine Herz mit blauem Glitter. Das kleine glitzernde Herz habe ich vom überschüssigen Glitzer befreit. Ich klebe das Herz auf die Vorderseite der Klappe auf. Nach diesem Prinzip habe ich mir zwei identische Klappen angefertigt. Jede Klappe habe ich oben mit einem kleinen Loch versehen. Auf Schablone 5 findest du alle Elemente für das Fähnchen. Die einzelnen Elemente fertige ich mir aus Tonpapier an. Die drei Tonpapierelemente klebe ich aufeinander. Die Außenseiten werden von dem Element mit Herz verziert. Das kleine Fähnchen habe ich unten mit einem Loch versehen. In das Loch stecke ich eine kleine Musterbeutelklammer. Weiter geht es mit Schablone 6 und automatisch mit dem Mittelteil der Mailbox. Dieses Element fertige ich einmal aus Tonpapier an. Danach folgt Schablone 7. Auch dieses Element fertige ich einmal aus Tonpapier an. Das kleinere Element von Schablone 7 klebe ich auf das größere Element von Schablone 6. Anschließend nehme ich Schablone 8. Auf dieser findest du zwei Elemente. Jedes Element fertige ich einmal aus Tonpapier an. Das mintfarbene Element wird von mir wieder mit blauer Stempelfarbe bestempelt. Ich nehme den kleineren Tonpapierstreifen und klebe diesen auf den größeren Streifen auf. Den kleinen Tonpapierstreifen klebe ich mittig auf den großen Streifen auf. Die Außenseite des Mittelteils sieht so aus. Über die Musterbeutelklammer befestige ich das kleine Fähnchen am Mittelteil. Es folgt Schablone 9 und damit die Innenverkleidung des Mittelteils. Das Element fertige ich einmal aus Tonpapier an. Die mintfarbene Oberfläche habe ich mit blauer Stempelfarbe verziert. Das Element von Schablone 9 bestreiche ich auf der Rückseite mit Kleber. Dann klebe ich die Vorderseite des Mittelteils auf.
Auf Schablone 10 findest du den Boden der Mailbox. Dieses Element fertige ich einmal aus Tonpapier an. Den Boden befestige ich an der Klebelasche des Mittelteils und klebe das Mittelteil daran fest. Auch die zweite Klebelasche befestige ich am Boden. Über die Klebelaschen befestige ich auch die Seitenklappen am Mittelteil. Als nächstes folgt Schablone 11. Auf dieser findest du zwei Elemente. Jedes Element fertige ich einmal aus Tonpapier an. Zur Verstärkung des Bodens klebe ich das kleinere Tonpapierelement auf das größere Tonpapierelement auf. Das Bodenelement klebe ich unten auf meine Mailbox auf. In das Mittelteil habe ich noch ein kleines Loch hineingeschossen. Über die zwei Löcher kannst du deinen Briefkasten jetzt verschließen. Ganz zum Schluss habe ich meine Mailbox noch mit kleinen Herzen verziert. Die Herzen findest du auf Schablone 12. Ein Herz davon, das zweite hier von unten, habe ich mit einem Abstandshalter versehen. So kann ich das kleine Fähnchen hier einhängen. Na, hast du es hinbekommen? Kein Problem, du kannst mein Video gern noch einmal anschauen. Hast du eine Frage? Ich beantworte sie gerne. Bis zum nächsten Bastelspaß. Tschüss!